Einen wunderschönen guten Tag zurück bei Assassin's Creed Odyssey. Yeah, so war es. Du bist halb geleiert, hab gesungen. So, was haben wir denn hier? Ah, hier können wir die Pfeile auffüllen. Sehr gut. Und dann reden wir mal mit der guten Dame. Und besorgst du mir jetzt mein Holz? Ob ich diese verdammten Banditen brauchen eine Abreibung. Ja, aber gerne doch. Ich habe was anderes zu tun. Nö, nö. Wie abgemacht. Ich löse dein Holzproblem. Genau. Na, endlich! Markus hat Glück, dich für die Drecksarbeit zu haben. Langsam, vorsichtig, gute Frau. Hier gibt's jede Menge Bäume. Warum brauchst du gerade dieses Holz? Ich arbeite an einem neuartigen Bogen. Er ist flexibler, deshalb hält er länger und man kann weiter schießen. Nur eine sehr spezielle Holzart, die in den Bergen wächst, eignet sich dafür. Interessant. Irgendeine Idee, wo diese Banditen sind? Ich bin keine Spurenleserin, sondern Bognerin. Irgendwo in den Bergen, so viel ist sicher. Vielleicht sind sie in den Holzfällerlagern. Ich erledige die Banditen. Ich bitte darum und möglichst schnell, wenn es geht. Durch dein Gejammer geht es auch nicht schneller. Ich töte die Banditen und besorge dir dein verdammtes Holz. Natürlich machst du das. Lass dir nur Zeit, ich vertraue dir. Ich habe etwas für dich getan, nun tust du etwas für mich. Hol mein Holz. Oder hat es jetzt ein bisschen empfindlich reagiert? Ja gut, da hat es aber auch recht verzollen, dass ihr Quengel als. Was ist das da oben? Das hat jetzt aber damit nichts zu tun, ne? Oh, Entschuldigung. Das hat damit nichts zu tun. Alles sehr gläubig. Können wir auf die Karte gucken. Unruhige Götter. Das war ein Fieber. Gefährder. Das war ein Götter. Unentdeckter Ort. Markus Weingut. Talos. Ich und mein Holz. Ich und mein Holz. Oh, schön. Holzi, Holzi, Holz. Wo ist mein verdammtes Pferd? Da ist mein verdammtes Pferd. Ah ja. Sehr gut. Na los, komm. Ist das jetzt richtig? Ja. Los geht's. Ah, jetzt krieg ich's aber gezeigt. Entschuldigung, Pferdchen. Tut mir leid, Pferdchen.
War an die Füße, mein Pferdchen. Hier kam es zu dem Hinterhalt. Ich sollte mich umsehen. Ziemlich viele Fußabdrücke. Eine Gruppe ist von hier aus nach Westen aufgebrochen. Der Karren wurde leergeräumt und liegen gelassen. Der Dieb kann mit der Fracht nicht weit gekommen sein. Weißt du was? Holzfällerlager, Schatzplündern. Oh, nein, da ist der Kopfgeldjäger. Das machen wir erstmal nicht. Oh. Von hinten auf der Flucht erschossen. Das waren mit Sicherheit Banditen. So. Da gucken wir doch mal. Das muss das Banditenlager sein, das ich suche. Ja. So, noch mal ein Wolf dazwischen. Ach, schön. Na gut. Meter. Dafür werden wir nicht reiten. Hoppla. Schleichen wir uns mal langsam an. Zum Glück ist hier der Kampf gegen wilde Tiere nicht so wie bei Assassin's Creed 3 zum Beispiel. Gott, war das mal anstrengend mit diesen Pumas in den Bergen. Oh, das kommt. Ich muss mich anschleichen. Ja, anschleichen hat geklappt. Weil mich ein blöder Wolf angegriffen hat. Das ist nicht so gut. Ende. Ich sehe sie. Reißt dir das Herz raus. Du musst dich mehr anstrengen. Wie passend, du kämpfst ja eine Kuh. Ich sollte etwas Holz als Beweis mitnehmen. Der Alten wird mein Wort nicht genügen. Ui, das war kurz knapp. Alles wegen dieses dummen Wolfes. Yeah.
mich entdecken. Es ist niemand mehr da, der dich entdecken könnte. Ich habe sie alle umgebracht. Ach, wie schön das geklappt hat, auch mit dem Pfeil und Bogen. Banditenanführer töten haben wir erledigt, Schatzplündern haben wir hier noch zwei, dann wäre auch dieses Gebiet abgeschlossen. Das ist auch genau wie bei Assassin's Creed Origins, das ist sehr schön. So, das ist das Holz. Ich suche aber noch eine zweite Truhe, einen zweiten Schatz. Beiges Leder. Das war der, den wir schon haben. Was haben wir denn hier noch so? Ah, hier oben ist auch noch was, okay. Ist auch noch Kleinkram. So, hier ist aber das Lager zu Ende. Hier haben wir noch was. Ein Kleinkram. Aber es muss doch irgendwo noch einen zweiten Schatz haben. Ist halt die Frage, wie weit geht dieses Banditenlager? Was gehört hier noch alles mit dazu? Wir sind hier noch im Startgebiet, da sollte das eigentlich alles nicht so wahnsinnig schwierig sein. So. Upsa. Aber jetzt macht er das. Okay. Ungenutzte Ausrüstung zerlegen. Das unbenutzte Ausrüstung und Gegenstände bei dir zerlege sie, um Ressourcen zu bekommen. Ja, sicher jetzt. Ich habe nur eine von diesen, aber hier sollten zwei sein. Ach ja, nicht. So ein Ausguck. Das haben wir nix. Ah, mit Alt. Ja, Schatzplündern. Es fehlt noch ein Schatz. Irgendwo. Da oben war ich ja gewesen.
Wo ist der zweite Schatz? Den einen habe ich, da habe ich die Holzstämme rausgeholt. Aber wo ist der andere? Jetzt sind wir wieder hier. Das ist der, den wir schon haben. Das gibt's doch nicht so groß. Ist das doch jetzt hier auch nicht, Mensch. Das ist ja hier jetzt auch noch echt so ein bisschen Startgebiet, nicht wahr? Ach, das kleine Pupsding war das. Oh, wie fies. Okay, gut, alles klar. Ich habe also noch was Großes gesucht. So, sehr schön. Damit haben wir das abgeschlossen. Das können wir nämlich jetzt am Ende hier auch wieder machen, wie wir es bei Assassin's Creed Origins gemacht haben. Nämlich, dass wir halt wirklich intensivst einfach alles mitnehmen, was wir finden können. Wenn wir nämlich auf diese Weise durch Sidequests dermaßen hochskillen, dass wir bei den Hauptquests dann quasi keine Probleme mehr haben. Na, mein Pferd habe ich irgendwo hier zurückgelassen. Hier, wo auch der dauernde Wolf liegt. Ich könnte mich jetzt hier mit diesem Thanos anlegen, aber der ist drei Level über mir. Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Jetzt noch zwei Schätze zu plündern. Ja, wir machen das mal nicht mehr. Entschuldigung. Ich habe mich doch entschuldigt. Warten wir mal ab. So, ich habe keine Ahnung, wo mein Pferd wieder hin ist. Ständig muss ich laufen, weil dieses blöde Tier abhaut. Das ist unglaublich. Das ist frech. Na gut, dann laufe ich eben. Hör auf, wie ein Pferd zu klingen, du blödes Tier. So. Hier hast du dein blödes Holz. Ah, Marcos Gehilfin. Du hast hoffentlich mein Holz dabei. Gehilfin? Wohl kaum. Ich meine Marcos starker Arm. Wie dumm von mir. Die ist echt ein bisschen frech, die Alte. Das sollte reichen, bis der Rest des Holzes hier ankommt. Bei den Göttern. Arbeitest du wirklich mit Marcos? Er hat noch nie ein Versprechen gehalten. Unglaublich. Ich arbeite vielleicht mit ihm, aber wir sind uns nicht sehr ähnlich. Ich halte mein Wort. Dann nimm das Geld und gib Marcos nichts ab. Und jetzt 30 Drachmen? Das ist sonst okay. Und ist auch ein Häkchen. Sami, ich frage mich, ob wir diesen Ort ohne Schlägerei verlassen werden. Wem mache ich was vor? Sami wird sich nie ändern. So, warum ist da jetzt so ein Haken? Hier war jetzt eben Haken für, hier kann man eine Mission abschließen. Keramikwaren, Auswahl für die ganze Familie!
Was bist du jetzt? Ich hätte wissen müssen, dass du es bist, der die Felle will, Ilos. Und ich hätte wissen müssen, dass du sie mir besorgen kannst. Cassandra erfüllt jeden Auftrag. Ja. Sag's nicht, Markus, sonst wird er eifersüchtig. Ich benutze den Aushang, damit alle eine Chance haben, aber du bist immer so eifrig. Wozu brauchst du die Felle diesmal? Die Athener brauchen Rüstung für den Krieg. Guter Schutz für sie, gute Drachmen für mich. Hier sind sie. Es fehlt kein einziges. Und das in Rekordzeit. Nimm dein Geld, du hast es verdient. Halt dich aus Ärger raus, Ilos. Das solltest du besser auch. Ach ja, ich hab ja die Wolfsfelle. Die Söldnerarbeit. Ja, hat er die doch, Ah, komm, fang keinen Ärger an. Okay. Ich hab jetzt hier vom Schmied gravieren lassen. Achso, da muss ich zum Schmied gehen. Wo haben wir denn hier einen Schmied? Haben wir hier einen Schmied? Ja, wir haben hier einen Schmied. Der wird hier sogar angezeigt. Wunderbar. Genau da, wo ich gerade war. Richtig, genau da, wo gerade der... Oh, Entschuldigung. Was kann ich für dich tun? Plus Jägerschaden. Plus 25 Chance auf kritischen Treffer. Schlachtruf. Jägerschaden. Jägerschaden müsste ich aber eigentlich auf meinen Bogen machen. Oh ne. Das hier Attentatsschaden. Aber warum? Na gut. Ach, der hat jetzt hier beides und der hat hier... Na, ist doch cool. Ah, Rüstung. So schnell diese Keule verkaufen. Den Bogen brauchen wir noch. Da haben wir auch alles nur einmal. Dolch haben wir auch nur einmal. Obwohl die eigentlich schwach sind. Damit. So, und die Handelsgüter können wir auch alle verkaufen. So. Verbessern. Söldnerhandschuhe. Ne, das machen wir mal nicht. Wir sparen mal noch ein bisschen. Ja, ja, die Materialien noch mal ein bisschen sparen. Das ist ja an sich schon mal ganz cool soweit. Entschuldigung. Was denn? Also ich drücke immer Leertaste zum... Was natürlich Quatsch ist.
So. Ich muss die Folge beenden. Ich weiß. Beim Zeus werde ich das tun. Ich beende die Folge beim Zeus. Ich bin jetzt schon Stufe 3. Schon Schwert und verbessert. Ah, ich bin eigentlich jetzt fast schon an dem Punkt, dass ich sagen kann, okay, dann lass mal den blöden Kopfgeldjäger holen, den Fuzzi. Was will der überhaupt von mir? Weil er nichts drauf hat. Oh. Hat der hier... Ein Schnibbi hat er hier, einen richtig fetten Steinschnibbi hat er. Kann ich mich an den dranhängen oder will ich das gar nicht? Oh, was ein Steingewilde. Das ist ein bisschen Gotteslästerung, sich an Zeus Arsch zu hängen. Es ist schön, dass wir hier überhaupt nicht irgendwelche besonderen Ecken, Kanten brauchen, um aufzusteigen, sondern man kann halt einfach... einfach so... hoch auf den Blitz! Und wenigstens nochmal, ach, ist das schön, synchronisieren. Wir haben jetzt noch nicht einfach irgendwas synchronisiert, das wollte ich jetzt nochmal machen. Ach, guck mal. So, Zeusblitz, Schnellreise freigeschaltet, das ist doch mal was. Ich traue mich jetzt nicht hier runter zu springen, so Assassin's Creed-like. Doch, straubig. Oh! Das hat mit Sicherheit nicht wehgetan. Natürlich nicht. So, wunderbar, wunderbar. Ach, schön, ach, schön. Das werde ich hier viel Zeit verbringen in den nächsten Monaten. So, aber ich muss jetzt aufhören. Ich habe diese Folge auch schon wieder leicht überzogen, weil ich kein Ende finde. Ich muss aber jetzt ein Ende finden. Spät. Ach ja. Ich freue mich. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir haben viel vor uns. Wir haben viel zu tun. Das wird eine spannende Reise. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen... schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal, nicht wahr?